sehr erschrocken. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Aber dann hörte sie ein Quaken. Und auf einmal erschien ein Frosch. Der Frosch sagte, ich hole dir deinen Ball, aber nur unter einer Bedingung. Wenn du mir einen Kuss gibst. Die Königstochter sagte, du hässlicher Frosch, ich werde dir niemals einen Kuss geben. Der Frosch war enttäuscht, gab ihr aber den Ball zurück. Und die Königstochter lief davon. Am nächsten Tag im Königssaal saßen die Prinzessin und der König beim Mittagessen. Plötzlich klopfte es an der Tür. Der König sagte, Elisabeth, öffne doch bitte die Tür. Ja, Vater. Die Prinzessin machte die Tür auf, erschrak, weil sie den Frosch sah, und knallte die Tür wieder zu. Der König fragte, wer war denn das an der Tür und warum hast du ihn nicht hereingelassen? Die Königstochter sagte, es war niemand. Plötzlich klopfte es wieder. Der König sprach, Elisabeth, öffne noch einmal die Tür, aber lass ihn dieses Mal herein. Die Königstochter machte die Tür erneut auf. Und der Frosch hüpfte herein und sprang auf den Tisch. Der König fragte, wer ist denn das? Die Königstochter antwortete, nur ein Frosch, der mich ständig belästigt. Er soll doch bei uns bleiben. Die Prinzessin war nicht einverstanden, sagte aber nichts. Gemeinsam mit dem Frosch aßen sie das Mittagessen fertig. In ihrem Zimmer versuchte die Königstochter zu schlafen. Plötzlich hüpfte der Frosch auf ihr Bett. Du schon wieder. Schade, dass du von mir wegkommst. Die Prinzessin war zornig und schubste den Frosch weg. Au, jetzt hast du mich verletzt. Nach kurzer Zeit entschuldigte sie sich bei ihm und sagte, es tut mir so leid, dafür werde ich dir jetzt einen Kuss geben. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.